Freunde, heute mal ein Review einer etwas anderen Art. Heute auch mal den Greenscreen im Dings. Alter, im Review. Shantae's GTV Reviews an dieser Stelle. Wir haben heute den Booster. Und zwar ist es der Booster Honig Lemon Taste. Also Honey Lemon Taste, sprich Honig-Zitronen-Geschmack. Das ist eine Winteredition. Winterfeeling steht da drauf. Ja, schauen wir mal rein, wie das Ganze ist. Ich bin sehr gespannt. Und was gibt es Schöneres im Winter als ein winterlicher Hintergrund? Ich sitze gerade hier in meinem Wintergarten. Und, nein, Freunde, Spaß beiseite, ernst, kommt die Treppe hoch. Wir haben ja den neuen Booster. Und ich habe ein Glas vergessen. Wir wollen ja auch gucken, wie der aussieht. Riecht auf jeden Fall heftig nach, ja, nach diesen Honigbonbons, die man beim Arzt kaufen kann. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich gehe mal kurz ein Glas holen. So, Glas ist da. Und schauen wir mal. Perfektes Geräusch hier heute. Das ASMR. So, Freunde, das sieht aus wie Sekt, Alter, was ist los? Das sieht aus wie Sekt. Also hier in diesem Licht, was ich gerade anhabe, sieht es noch intensiver aus. Auf jeden Fall noch dunkler, das Glas sieht man gar nicht, Alter. Gut, wir testen den Booster Honig-Zitrone. Trinkt man eigentlich warm sowas, oder? Gerade im Winter. Ich schmecke auf jeden Fall viel Honig, aber wenig Zitrone, keine Ahnung. Dieser Energy-Geschmack ist ja auch noch drin, also es ist ein bisschen verwirrend auf jeden Fall. Schwer zu sagen. Also der Honig überwiegt ein bisschen, was mir gar nicht so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein Honig-Energy-Geschmack mit minimal Zitrone. Also ich würde Zitrone würde ich jetzt, wenn ich nicht wüsste, dass Zitrone drin ist, würde ich nicht sagen, dass Zitrone drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Alter. Ich und Energy saufen, Alter. Ich tanze wieder durch die Bude heute. Ich kann das gar nicht ab. Ist ein bisschen dolle süß, finde ich. Es hat mir ein bisschen der Kick der Zitrone jetzt gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, ja, gute Mische eigentlich. Dem ist aber nicht so. Da ist Zitrone bestimmt so minimal drin, dass man es echt nicht merkt. Geht aber. Aber ich würde es nicht nochmal kaufen. Also dann lieber so entweder den zuckerfreien oder den Exotic. Vielleicht noch den Juicy, der ist auch noch okay. Aber ansonsten, ja, gut. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Also ich finde wirklich die besten Booster sind die Juicy und die Exotic. Aber gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Man kann alles mal probieren. Man muss alles mal probiert haben und das haben wir ja an dieser Stelle. Ich würde dem Ganzen jetzt vielleicht 3 von 5 Shane Chillers geben. Aufgrund der Lage hier und ich würde sagen, Freunde, das war der Booster. Honig, Zitrone. Danke Shane fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und bis demnächst. Auf Wiedersehen. Geht klar. Auf einer gewissen Art und Weise.